Hallo und herzlich willkommen zurück bei OpenXCOM. Beim letzten Mal haben wir ein kleines Fighter-UFO abgeschossen und jede Menge geforscht. Da sind wir jetzt aktuell an den Alien-Codes dran. Es sollen auch nochmal ein paar Wissenschaftler und Ingenieure demnächst ankommen. Ich möchte auf 100 Wissenschaftler auf jeden Fall kommen. Und ja, ähnlich viele Ingenieure. Schauen wir mal. Ein Teil werden wir dann wahrscheinlich hier nach Brasilien verlegen und da einfach weiter produzieren, weil wir da auch noch Lab Space haben. Also Space, um zu produzieren. Aber wir machen jetzt hier mal weiter. Wir haben auch, ich sollte vielleicht zwei Leute nachkaufen. Oder wir kaufen vier nach, dann haben wir 30. Wir haben ja in der letzten Mission auch ein paar verloren. Unglücklicherweise, da habe ich ein bisschen gerusht. Das war eigentlich nicht notwendig, aber so ist es jetzt halt mal passiert. Kann man nichts dagegen tun. Aber dafür sind unsere Rookies, drei davon sind zu Squaddies aufgestiegen. Schauen wir mal, ob die sich verbessert haben. Der hat ordentlich Zeiteinheiten gekriegt. Ansonsten leider nicht so viel Stärke. Der hier dafür, Evgeny, hat jede Menge Stärke gekriegt. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir ihn überladen haben. Und Franz hat auch viel Stärke gekriegt und noch ein bisschen was an Zeiteinheiten. Sehr schön. Personal Armor ist fertig. Nice. Das heißt, wir können für die nächste Mission bereits unsere Leute mit Personal Armor und Anti-Grav Modules ausstatten. Das ist natürlich schön zu sehen. Was haben wir noch? Die Motion Scanners sind auch wichtig. Ups. Machen wir die Motion Scanner als nächstes. General Stores in Kanada ist fertig. Das heißt, wir können demnächst hier anfangen, Equipment hinzulagern, aber aktuell fehlt uns ein bisschen was an Geld. Motion Scanner sind fertig. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir brauchen? Wir könnten noch ein bisschen was an Munition machen. Ich denke, Rifle Alloy Clips, davon kann man eigentlich nie genug haben. Machen wir nochmal 10 Stück. Das ging schnell. Dart Rifle. Die Clip Ace, die sind nicht so gut. Ich denke, ich werde die Produktion jetzt hier wieder stoppen. Und vielleicht machen wir noch einen Raven. Wir gucken mal kurz, ob. Wie denn unsere 390.000 ist jetzt, die finanzielle Situation ist nicht so gut. Wir haben ja auch eine neue Base gebaut in Australien beim letzten Mal. Monatliche Kosten müsste eigentlich okay sein, aber es ist natürlich jetzt gefährlich, noch mehr Geld auszugeben. Das heißt, wir werden erstmal einfach nur Motion Scanner verkaufen, damit wir ein bisschen Profit machen. 2,3 Millionen. Und mehr Scientists, mehr Engineers sind angekommen. Wundervoll. Das heißt, wir können beim Research direkt einfach mal noch 10 mehr dazu hauen. Und ups. Und dasselbe geht hier. Und unsere Soldaten sind auch angekommen. Es ist ein bisschen sehr ruhig. Alien Containment ist auch fertig, das ist hervorragend. Alien Codes. For interplanetary communication, the aliens use special equipment that seems to be able to emit waves which travel faster than the speed of light. These waves are modulated to encode messages with a complex yet logical pattern. This pattern is now understood by us, which gives us hope of attaining the possibility of intercepting and decoding alien communications. Bringt uns das jetzt irgendwie was? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Oh, wir haben noch einen Navigator dazu erhalten. Ich denke, wir erforschen mal Alien Origins. Und irgendwas wollte ich noch tun. Genau, ich wollte die Graphs anschauen. Zentralasien. Also es ist generell sehr, sehr ruhig aktuell. In Zentralasien haben wir eigentlich auch volle Coverage. Ist auch bald Ende des Monats. Da ist ein großes UFO, vielleicht ein Terrorschiff. Werden mal gucken gehen.
Wohin fliegt es? In unsere Richtung. Ja, ist ein Terrorschiff. Schauen wir mal, wo es hingeht. Ich denke, ich werde langsam auch schon mal den Sky Marshal vorbereiten. Ich denke, wir nehmen hier doch dann die fähigeren Leute mit, die fähigen Leute hier mit, die besser ausgestattet für einen Terrorangriff. Gut, ich werde kurz unsere Leute ausstatten. Bis gleich. So, wir haben den Sky Marshal ausgerüstet. Wir nehmen jetzt die Veteranen mit und die haben jetzt auch alle Armor, also entweder Personal Armor oder sie haben das Anti-Grav-Modul, einfach damit wir auch ein bisschen fliegen können. Allerdings haben das, glaube ich, nur 3 oder 4 Stück, weil wir einfach zu wenig Personal Armor hatten. Schauen wir mal, wo das Ding hingeht. Und schicken unseren Sky Marshal auch direkt los. Mist. Naja, es ist weg. Wir fliegen mal hier nach Madagaskar. Und hier nach Südafrika und schauen mal, ob da was ist. Wahrscheinlich ist es aber allerdings eher in der Antarktis. Es ist aus komischen Gründen bisher kein Terrorangriff gekommen. Vielleicht war es nur ein Scout. Das kann gut sein. Das müsste dann irgendwo hier um den Dreh wahrscheinlich eine Terrormission dann geben. Ende des Monats, Anfang des nächsten Monats. Werden wir dann sehen. Alien Origins. It is clear that we are fighting a losing battle on Earth. The alien hordes are overwhelming in number. The best we can do is slow down their progress. The only hope for humanity is to tackle the alien at their source. Our research seems to indicate a nearby base of operation within our solar system. Alien indicates this place to be the center of an ancient civilization that predates human history. We must locate this place as soon as possible. However, we need to capture an interrogate an alien leader to gain more detailed information. The larger UFOs probably contain at least one alien leader. Zum Glück haben wir bereits einen. Allerdings machen wir jetzt erstmal noch Navigator. Oh, da ist ein kleines. Intercepten wir das mal mit unserem Raven. Möchte es allerdings nicht abschießen. Ich möchte lieber, dass es landet. Aber ich will sehen, was das hier auf jeden Fall für ein Schiff ist. Es scheint relativ langsam zu sein. Ich glaube, das ist ein mittlerer Scout. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir gucken einfach mal, ob das Ding landet. Sehr langsam. Sollte eigentlich landen. Wir schicken auch den Sky Marshal los. Da landet es. Und wir kommen noch schön vor der Dämmerung hin. Das heißt, das wird unsere heutige Mission sein. Dieses kleine Schiff. Ich glaube, das hatten wir jetzt auch noch nicht. Deswegen gucken wir uns das mal an. Und ich werde die Leute ausrüsten. Bis gleich. So, wir haben vorne 2 Sniper, jeweils mit einer geprimten Smoke Grenade. Dann haben wir noch, das ist unser Commander. Der hat auch noch einen Sniper Rifle mit dabei. Der ist allerdings nicht sonderlich gut. Keine Ahnung, warum der Commander ist. Das ist ein bisschen schade. Aber naja. Oluwu hat ein Medkit noch. Istvan, das ist unser bester Mann. Ist richtig, richtig stark. Hat deswegen die Heavy Machine Gun dabei. Damit kann er ordentlich feuern. Natürlich trägt er auch noch ein Medkit. Dann haben wir das Breach Team mit Motion Scanner und Stun Rod. 2 Stück davon. Der hat zwar keinen Platz mehr für den Motion Scanner. Dann haben wir Schüls, der ist der Granat-Heini. Laura hat den zweiten Motion Scanner. Vlad ist ein Rocketeer. Der wird sich auf dem Dach positionieren. Ist genau das gleiche wie Stannis. Das ist allerdings nicht sonderlich klug. Haben wir lieber noch von denen ein paar damit hin, damit er noch ein bisschen Gewicht trägt. Und dann ganz hinten. Warum hast du das in der Hand? Ganz hinten haben wir noch Jeno und Evgeny. Der hat auch nochmal einen Stunrod dabei. Die werden dann hinten aus dem Sky Marshal aussteigen. Das UFO ist direkt nebendran.
Wie gesagt, ein ganz, ganz kleines UFO. Ich weiß nicht, ob es sich großartig lohnt, jetzt hier zu smoken. Eine Sektoide. Das Problem ist, in der ersten Runde haben sie noch alle Zeiteinheiten, deswegen können wir jetzt hier nicht einfach rausstürmen. Aber wir werden uns jetzt hier schon mal draußen ein bisschen positionieren. Damit wir dann in der nächsten Runde dann ordentlich raus können. Also wir können vielleicht schon mal mit einigen dann hier auch oben raufstehen. Du kommst auch hier raus. Du ebenfalls. Dann schauen wir mal, was passiert. UFO-Tür. Könnte einer rausgekommen sein. Wissen wir jetzt natürlich noch nicht genau. Erstmal müssen die Hunde scouten. Da ist er. Der hat eine Laserwaffe. Das ist ziemlich sicher den wir schon beim letzten Mal gesehen haben. 24 ist ein bisschen wenig. Vielleicht kannst du einen Autoshot Wow, bist du ungenau? Ei, das war schlecht. Okay, der nächste. Gezielten Schuss. Jetzt müsste ihn ja auch töten, ist nur ein Sektoid. Nicht genügend Zeiteinheiten. Ach, schade. Autoschutz bringt nichts. Snapshot. Wow. Noch einen. Und wieder runter. So, Flat. Vielleicht triffst du besser. Lola Line of Fire. Schade. Wir könnten eventuell mit dem Hund. Das ist ziemlich, ziemlich risky. Wahrscheinlich hat er sich ordentlich bewegt und deswegen keine Zeiteinheit mehr, aber wollen wir das wirklich riskieren? Wenn hier auf jeden Fall schon mal rausgehen. Vielleicht können wir noch einen Snapshot. Leider daneben. Istvan hat das Maschinengewehr. Liao, du bist beim Breach-Team. Du gehst hier zum UFO hin. Oh. Tag auch. Ich würde sagen, wir machen einen Aim-Shot. Sehr schön. Smoke for the win. Ich denke, wir bringen die Hunde ein bisschen zurück. Wahrscheinlich können wir den einfach leben lassen. Jetzt eine Runde. Das sollte eigentlich nicht so ein Problem sein. Und der Granatwerfer-Typ. Vielleicht hierhin. Ihr seht, das UFO ist sehr, sehr, sehr klein. Also nicht das kleinste, das hatten wir auch schon. Aber. Ach Mist. Kam noch einer. So, wer könnte da einen Schuss riskieren? Schaut's hier aus. Wow, wie schlecht.
Muss man alles selber machen? Ja, weißt du was? Du gehst hier ein bisschen aus dem Weg. Dann kann Vlad hier einen gezielten Schuss abfeuern, der überhaupt nichts gebracht hat. Probieren wir es mit dem Raketenwerfer, mit dem Granatwerfer. Das klappt besser. Da ist er. Ich denke, das müsste. Oh, da ist ein zweiter Mist. Vielleicht können wir den hinteren wegmachen. Das war ein guter Schuss. Vielleicht noch einen zweiten. Von dir. No line of fire. Ducken. Aimshot. 88. No line of fire. Merkwürdig. Sehr gut. Dann zieht sich der Hund erstmal wieder zurück. Du kommst hier runter. Echt so ein bisschen hier, damit wenn da noch mal einer rauskommt, dass wir nicht gleich sterben. So, du gehörst zum Breach-Team. Du musst nach vorne gehen. Istvan. Hierhin. Nächste Runde erwischt wir den. Da ist noch so eine Höhle. Da sollten wir vielleicht auch irgendeinen reinschicken. Oluwa, du gehst hier hoch. Das ist ja alles, ist alles gesmoked, deswegen ist das relativ sicher. Stellst du dich dahin, du stellst dich hierhin. Und dann wird hoffentlich alles gut gehen. Wo ist der zweite Hund? Hier. Ich wusste doch, dass er hier auch irgendwo ist. Wir gucken mal, was der Typ da hinten macht. Wahrscheinlich sieht er uns nicht. Jo. Da ist er. Oh. Noch ein zweiter. Da hinten. Okay. Istvan. Triffst du den? Wow, das geht ganz nahe zum Hund ran. Aber das in den 10 Schüssen sollte doch eigentlich eintreffen. Jawohl. Der hätte sogar ein paar Mal getroffen. Wenn es denn notwendig gewesen wäre. Der Hund sieht noch nichts da. Haben wir hier eine Linie? Nee. Aber wenn wir eins hochgehen, vielleicht. Auch nicht. Noch eins hoch. Sechsundvierzig. Wow. Okay, dann gehen wir wieder runter. Da ist erstmal keiner mehr, das ist schon gut. Haben wir irgendwie vielleicht eine Granate, die wir da hinwerfen können? Vielleicht du? Prime die mal. Unable to throw there. Vielleicht jetzt? Ich glaube, er ist nicht auf dem Spot gelandet. Aber vielleicht erwischt sie ihn trotzdem. Und sonst nächste Runde wird er von den Hunden überrannt werden.
So, wir brauchen auf jeden Fall noch mindestens einen zweiten hier. Nimm du das Ding hier mit. Evgeny, du hast auch eine Stun Rod. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir noch ein paar lebendig. Reload. Reload. Und ansonsten passt das. Also einer müsste dann hier noch hier mal reingehen. Aber das machen wir nächste Runde. Hat ihn erwischt. Sehr schön. Aha. Ach, das ist der zweite, den wir jetzt hier unnötig verloren haben. Aber wenigstens können wir ihn stunnen. Und das war auch der letzte schon. Zwei haben wir verloren, aber wir haben einen Lebendigen erwischt und 129 Punkte. Bisschen Alloys. Nicht schlecht. So, wir brauchen zwei neue Soldaten. Ich denke, wir Was kaufen wir uns? Ich hätte ganz gerne Heavy Soldiers. Wir kaufen uns nochmal zwei Heavies. Und verkaufen noch die ganze Geschichte, dass wir, was wir jetzt hier alles erhalten haben. Wie viel Alloys haben wir? Nur 47, das ist nicht so viel. Plasma Rifles, ganz viele. Es ist wieder eine Million. Sehr schön. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich anfangen, die Kanada-Base das auszubauen. Wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Raven. Ich würde sagen, den produzieren wir jetzt einfach mal. Oder auch nicht. Denn es fehlen uns genügend Alloys. Brauchen wir noch ein, können wir Alloys herstellen? Alloy Knife, Sword. Alien Alloys. Können wir herstellen? Ich würde sagen, dann produzieren wir einfach mal 30. Und das dauert auch nicht mal so lange. Und ein großes UFO, das ist wahrscheinlich jetzt wieder eine Terrormission. Refueling, wie viel hast du? 66%, das sollte eigentlich reichen. Wir wollen eh nur gucken, was es genau ist. Yep, Terrorship. Dann würde ich sagen, lassen wir den jetzt mal fliegen, weil es ist Nacht. Und er ist eigentlich überall in unserem Radarsystem drin. Taschkent. Das wird unser Nacht-Terrorangriff werden, aber den gehen wir dann in der nächsten Episode an. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut. Euer Northgate.